die Planetentour durch unser Sonnensystem. Anlässlich des Astronomietages am 24.10.2020 begeben wir uns auf eine Planetentour in unserem Sonnensystem. Um unsere Sonne, die ja ein Stern ist, kreisen auf elliptischen Bahnen 8 Planeten, die da wären: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Pluto ist ein Zwergplanet und gehört daher nicht mehr zu den Planeten. Man kann sich die Reihenfolge anhand eines Sprichwortes, wie zum Beispiel dieses: Mein Vater erklärte mir jeden Sonntag unsere Natur, gut merken. Der Unterschied zwischen Planeten und Sternen. Sterne, wie auch unsere Sonne, leuchten aus eigener Kraft. Es sind riesige Gaskörper im Weltall, welche aus Wasserstoff und Helium bestehen. Durch Kernschmelze wird Wasserstoff zu Helium, es entsteht eine sehr große Hitze im Innern des Sterns. Unsere Sonne fusioniert pro Sekunde sagenhafte 600.000 Tonnen Wasserstoff zu ca. 420.000 Tonnen Helium. Wenn der Brennstoff aufgebraucht ist, stirbt ein Stern. Unsere Sonne ist bereits 4,57 Milliarden Jahre alt, hat aber noch gut mehr als 5 bis 7 Milliarden Jahre Brennstoffvorrat, laut Schätzung der Wissenschaft. Die Sonne ist also der Stern, der unserer Erde am nächsten ist und das Zentrum unseres Sonnensystems bildet. Die Sonne ist mit 1,4 Millionen Kilometer Durchmesser ca. 110 Mal so groß wie unsere Erde. Wenden wir uns jetzt aber den Planeten zu, welche unseren Stern umkreisen. Zu bemerken ist, dass unsere Sonne mit ihren Planeten, auch Galaxie genannt, nur ein Teil der Milchstraße ist. In der Milchstraße gibt es hunderte von Milliarden Sternen. Kaum zu glauben, da wir nur einen geringen Teil davon sehen. Gut sehen und erkennen können wir jedoch die Planeten, welche unsere Sonne umkreisen, den einen oder anderen gut bis sehr gut, andere nur mit Teleskopen. Planeten werden von der Sonne angestrahlt und werfen die Strahlung in das Universum zurück, sodass wir die Planeten und Monde leuchten sehen. Wir Amateurastronomen sind allerdings bereits in der Lage, jeden Planeten in unserem Sonnensystem mit unseren Teleskopen auszumachen und zu sichten bzw. mehr oder weniger fotografisch abzulichten. Stellen wir uns vor, wir sitzen in einem absolut vor Strahlung und gut klimatisiertem Raumschiff oder Kapsel und könnten in Lichtgeschwindigkeit durch das Universum düsen. Fliegen wir einfach mal die Planeten unseres Sonnensystems von innen nach außen an. Die Lichtgeschwindigkeit beträgt pro Sekunde 300.000 Kilometer. Also, auf geht es zum Merkur. Hier in der Nähe der Sonne wird es langsam zu warm. Die Sonne strahlt auf ihrer Oberfläche immerhin noch gut 5500 Grad Celsius und jede Menge gefährlicher Strahlung für den menschlichen Körper ab. Der Merkur. Er ist der innerste Planet und der Sonne am nächsten. Er hat einen Durchmesser von knapp 4880 Kilometer und ist von der Sonne durchschnittlich etwa 58 Millionen Kilometer entfernt. Daher ist er auch der schnellste Planet. Er benötigt zur Umrundung der Sonne rund 88 Tage, siderische Umlaufzeit. Seine Geschwindigkeit beträgt 47,36 Kilometer pro Sekunde. Der kleinste Abstand zur Erde wird mit 0,517 astronomischen Einheiten, eine astronomische Einheit ist die Entfernung von Erde zur Sonne gleich 150.000 Millionen Kilometer, der größte Abstand zur Erde beträgt schon 1,483 astronomische Einheiten. Der Merkur hat keinen Mond. Seine Temperatur beträgt am Tage plus 430 Grad Celsius und nachts minus 170 Grad Celsius. Ganz schöner Temperaturunterschied. Lassen wir Merkur noch etwas Zeit, bis er sich einmal um die Achse gedreht hat. Wir sehen ihn hier in der Animation allerdings 100.000 Mal schneller als in Wirklichkeit. Der im Hintergrund vorbeifliegende gelbe Ball ist die Sonne. Wir umkreisen die Sonne, nicht umgekehrt. Der nächste Planet ist die Venus. Auch sie lassen wir in der Animation 100.000 Mal schneller um die eigene Achse rotieren.
aber fällt Ihnen was auf? Venus dreht sich als einzigster Planet linksrum. Auch hier wieder im Hintergrund die Sonne, die gerade umkreist wird. Venus konnten wir den ganzen Sommer über als Abendstern beobachten, obwohl sie ja ein Planet ist. Durch das Teleskop betrachtet, konnte man deutlich die Phasen sehen, das heißt, sie zeigt genauso Schatten wie der Mond auch. Venus ist auch als Sichel zu sehen. Derzeit kann man sie morgens als sogenannter Morgenstern beobachten. Venus ist der zweitinnerste Planet und von der Sonne durchschnittlich 108 Millionen Kilometer entfernt. Ihr Durchmesser beträgt 12.100 Kilometer und somit ist sie der drittkleinste Planet unseres Sonnensystems. In ihrer Struktur zählt sie zu den erdähnlichen Planeten. Die Venus besteht zu 96% aus Kohlenstoffdioxid, ihr Oberflächendruck ist 90 mal höher als auf der Erde. Auf ihr stirbt man gleichzeitig drei Tode, einmal wird man zerquetscht, zum anderen erstickt und drittens verätzt. Die Venus hat genau wie Merkur keinen Mond. Zwar behauptete im Jahr 1672 der italienische Astronom Giovanni Domenico Cassini einen solchen entdeckt zu haben und gab ihm sogar den Namen Neit. Neit war eine ägyptische Göttin, die schreckliche, erst 1892 konnte man feststellen, dass es sich bei dem Objekt nicht um einen Mond handelte, sondern dass irrtümlich Sterne für einen Mond gehalten wurden. Nochmal schnell ein paar Daten. Äquatordurchmesser 12103 Kilometer, Rotationsperiode 243 Tage und 36 Minuten, Umlauf um die Sonne, Druck 92 bar, Temperatur 437 Grad Celsius, maximal 497 Grad. Hauptbestandteile der Venus sind zu 96,5% Kohlenstoffdioxid, 3,5% Stickstoff und 0,015% Schwefeldioxid. Den Namen Morgenstern und Abendstern hat sie bekommen, weil man sie nie um Mitternacht sieht. Sie folgt quasi der Sonne beim Aufgang und abends beim Untergang. Fliegen wir weiter zur Erde. Sie ist der Planet, auf dem wir wohnen. Sie ist 12.700 Kilometer dick, Durchmesser und etwa 4,6 Milliarden Jahre alt. Aus dem Weltraum betrachtet, erscheint sie als blauer Planet, auch weil sie zu fast zwei Drittel aus Wasser besteht. Mutter Erde benötigt 365,256 Tage, siderische Umlaufzeit, um die Sonne einmal zu umrunden. Dabei dreht sie sich innerhalb 24 Stunden einmal um ihre eigene Achse. Unsere Erde umkreist die Sonne in einer Ellipse, also nicht im Kreis. Eine durch die Ellipse gedachte Achse verbindet den sonnenfernsten sowie den sonnennächsten Punkt, auch Aphel und Perihel genannt. Von der Sonne ist die Erde rund 150 Millionen Kilometer entfernt, man bezeichnet diese Strecke auch als astronomische Einheit. Die Erde hat einen Mond, welcher die Erde ebenfalls elliptisch umkreist und dabei zwischen 363.300 Kilometer und 405.500 Kilometer von der Erde entfernt ist. Wir sprechen auch von dem Erdmond, da einige andere Planeten auch Monde besitzen. Dem Mensch ist es gelungen, seinesgleichen auf den Mond zu bringen und auch wieder heil zurück zur Erde. Heil zurück war unter anderem die Bedingung des ehemaligen amerikanischen Präsidenten John Kennedy. Am 21. Juli 1969 betrat Neil Armstrong, ein amerikanischer Astronaut und Kampfflieger, als erster Mensch den Mond, gefolgt von Buzz Aldrin. Sie landeten im Mare Tranquillitatis mit der Apollo 11. Zuvor hatte bereits die Sowjetunion mit der Sonde Lunik drei Bilder von der Rückseite des Mondes machen können. Wir können mit unseren Teleskopen den Mond beobachten und sehr deutlich die Kraterlandschaften sehen, aber die Rückseite werden wir visuell nicht zu Gesicht bekommen, da der Mond immer nur die eine Seite bei seiner Erdumrundung zeigt. Die Atmosphäre der Erde. Gäbe es sie nicht, wäre unser Leben auf diesem Planeten nicht möglich. Die Erdatmosphäre schützt uns vor allem vor der schädlichen UV- und Röntgenstrahlung der Sonne, gleichsam lässt sie aber das lebenswichtige Sonnenlicht,
Insbesondere das sichtbare Licht, welches zwischen 380 Nanometer, Tiefblau, und etwa 780 Nanometer, Dunkelrot, Wellenlänge liegt. Ach so, ja, bei Licht handelt es sich um eine elektromagnetische Strahlung, wobei wir nur den eben genannten Bereich als sichtbares Licht bezeichnen. Bestimmte Gase, die sogenannten Treibhausgase, sorgen in unserer Atmosphäre dafür, dass sich Temperaturen bilden, die uns ein Leben überhaupt erst ermöglichen. Wie setzt sich nun unsere Atmosphäre zusammen? Da haben wir zunächst einmal den Stickstoff, der mit 78,084% den Hauptanteil stellt. Gefolgt vom Sauerstoff mit 20,942%, dann noch 0,934% Argon und andere Edelgase wie Neon etc. Mit 1% machen die Treibhausgase insgesamt den geringsten Teil aus. Kohlendioxid ist zu 0,038% vorhanden, aber eben neben dem Wasserdampf das wichtigste Treibhausgas überhaupt. Alles muss schön dosiert sein und darf gewisse Mengen nicht unter und vor allem nicht überschreiten. Unsere Atmosphäre im Aufbau, von der Erde bis 8 Kilometer an den Polen und 18 Kilometer am Äquator entfernt, sprechen wir von der Troposphäre, danach kommt die Stratosphäre, die bis 50 Kilometer in den Himmel reicht. Hier findet man auch das Ozon, was die gefährliche kurzwellige Sonnenstrahlung absorbiert. Bei ca. 20 Kilometer beträgt die Temperatur etwa minus 60 Grad Celsius, steigt dann aber bis auf 0 Grad Celsius wieder an. An die Stratosphäre schließt sich die Mesosphäre an, also von 50, 85 Kilometer Entfernung von der Erde. Die Thermosphäre finden wir in 85 bis 500 Kilometer Höhe. Hier fliegt auch die Raumstation ISS, und zwar in ca. 400 Kilometer Höhe. Nun, würde man fragen, wie ist das Wetter heute bei euch draußen, schön warm oder kalt? Eine Antwort in Grad wäre nicht möglich, da aufgrund von so geringer Anzahl von Teilchen keine Messung mehr möglich ist. Es wird die Strahlungsenergie der Sonne gemessen. Anschließend gelangt man in die Exosphäre. Es ist die äußerste Schicht der Erde, die fließend ins Weltall übergeht. Fast könnte man schon von Vakuum sprechen, so gering ist mittlerweile der Druck geworden. Nachdem wir nun die Exosphäre verlassen haben, fliegen wir zum Mars. Der Mars ist nun der vierte Planet, den wir besuchen werden. Mit 6800 Kilometer ist sein Durchmesser nur halb so groß wie jener der Erde. Auch das Volumen ist viel kleiner als der Erde und beträgt nur ein Siebtel davon. Nach dem Merkur ist der Mars somit der zweitkleinste Planet. Von der Sonne ist er im Durchschnitt ca. 228 Millionen Kilometer entfernt, also rund 1,5 mal so viel wie die Erde von der Sonne. Der Mars erscheint uns am Himmel als rotes Scheibchen, man nennt ihn auch den roten Planeten. Auf der Oberfläche seiner dünnen Atmosphäre, die aus Kohlendioxid besteht, hat sich Eisendioxidstaub, bekannt als Rost, niedergelassen, daher auch die rostbraune Farbe. Der römische Kriegsgott Mars stand bei der Namensgebung Pate. Der Mars wurde bereits von mehreren Sonden angeflogen und die Oberfläche unterliegt ständiger Forschung. Die Wissenschaft glaubt sogar, irgendwann und eines Tages mal den Mars besiedeln zu können. Sogar einen über 20 Kilometer hohen Vulkan und tiefe Canyons wurden entdeckt. Ob das aber zum Leben allein reicht? Der Mars benötigt rund 687 Erdtage, um einmal die Sonne zu umkreisen, seine mittlere Orbitalgeschwindigkeit beträgt 24 Kilometer pro Sekunde. Seine Entfernung zur Erde beträgt 0,372 bis 2,682 AE, wie war das noch mit der astronomischen Einheit? 150 Millionen Kilometer sind 1 AE. Und jetzt ist Kopfrechnen angesagt. In den letzten Wochen hatten wir das Glück, dass der Mars auf seiner Umlaufbahn der Erde ziemlich nahe kam, sich aber leider wieder weiter weg entfernt. Pech hatten wir größtenteils trotzdem, da uns durch Nebel, Dunst und Wolken die Sicht auf unseren Nachbarplaneten verwehrt wurde. Auf dem Mars finden wir folgende Gase: Kohlenstoffdioxid 95,32%, Stickstoff 2,7%,
Argon 1,6%, Sauerstoff 0,13%, Kohlenstoffmonoxid 0,08% und Wasser 0,021%. Dass es auf dem Mars Wasser geben könnte, wurde 2005 durch Entdeckungen der ESA-Sonde Mars Express nachgewiesen. Das Wasser liegt in Form von Eis vor, man vermutet aber auch, dass sich unter der Kryosphäre des Mars große Mengen flüssigen Wassers befinden können. Würde das Wasser aber an die Oberfläche gelangen, könnte es wieder gefrieren, da es hier zu kalt ist, das Eis wiederum würde langsam verdunsten. Hat was mit dem Partialdruck von Wasser in der Marsatmosphäre zu tun, da dieser dort zu gering ist. Mars hat auch zwei kleine Monde. Entdeckt wurden sie erst 1877 von Asaph Hall, einem US-amerikanischen Astronomen. Phobos, griechisch Furcht, und Deimos, griechisch Schrecken, sind gemessen an unserem Erdmond Winzlinge, gerade mal 26,8 mal 22,4 mal 18,4 Kilometer, Phobos, und 15 mal 12,2 mal 10,4 Kilometer sind sie groß. Unser nächster Planet, den wir anfliegen werden, ist nun Jupiter. Jupiter ist in unserem Sonnensystem mit 143.000 Kilometer Äquatordurchmesser unser größter Planet. Sein Radius ist 69.911 Kilometer groß. Durchschnittlich ist er 778 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Er ist nach dem römischen Hauptgott Jupiter benannt. Jupiter können wir mit unseren Amateurteleskopen schon so gut sehen, dass wir Wolkenbänder erkennen können. Aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung gehört er zu den Gasplaneten. Er hat keine sichtbare feste Oberfläche. Jupiter hat 79 Monde, die vier größten Monde Ganymed, Callisto, Io und Europa können wir bereits mit einem guten Fernglas beobachten, mit Teleskopen allemal. Diese vier genannten Monde nennt man auch die galileischen Monde und wurden bereits 1610 entdeckt. Nach Mond und Venus ist Jupiter auch das vierthellste Objekt am Nachthimmel, manchmal ist der Mars heller, das kommt auf die Bahnkonstellation an. Jupiter hat etwa 318 Erdmassen und damit das 2,47-fache aller übrigen Planeten. Seine Hauptbestandteile sind Wasserstoff 89,8%, Helium 10,2%, Methan 0,3%, Ammoniak 0,026%. Nun könnte man ja meinen, wo so viel Wasserstoff ist, müsste er eigentlich brennen und ein Stern sein. Er ist ein kalter Körper, das heißt, in ihm wird kein Wasserstoff zu Helium fusioniert. Erst ab etwa 70 Jupitermassen beginnt das Wasserstoffbrennen und damit wäre er wohl ein roter Zwerg. Wie auch immer, Jupiter bleibt uns noch als Planet erhalten. Eine klar abgegrenzte Atmosphäre hat er nicht. Von außen, wo wir ihn sehen können, zeigt Jupiter verschiedenfarbige Bänder und Wirbel von Wolken. Mal in Weiß, Rot, Orange, Braun, Gelb und teilweise auch Blautönen. Die Wolken selbst enthalten noch Kristalle aus gefrorenem Ammoniak. Bereits mit unseren Teleskopen erkennt man einen großen roten Fleck in einem Band um den Jupiter. Der Raumsonde Juno gelang am 11. Juli 2017 eine sehr schöne Aufnahme und zeigt diesen riesigen Wirbelsturm, der möglicherweise schon seit mindestens 200 Jahren oder gar viel länger existiert. Einen Ausflug zu den Monden bereite ich für einen nächsten Vortrag vor, da diese Aktion nun doch zu viel Treibstoff in Anspruch nehmen würde. Jupiter benötigt zur Umrundung der Sonne 11 Jahre und 11 Monate. Unser nächster Planet, zu dem wir jetzt reisen, ist der Saturn. Es ist wohl der imposanteste aller Planeten in unserem Sonnensystem. Saturn können wir als sternähnlichen Punkt schon mit bloßem Auge sehen. Mit handelsüblichen Teleskopen sehen wir auch schon einen oder mehrere Ringe, je nachdem, welche Vergrößerung ein Teleskop ermöglicht. Saturn hat einen Äquatordurchmesser von 120.500 Kilometern, das ist der 9,5-fache Erddurchmesser und somit nach Jupiter der zweitgrößte Planet in unserem Sonnensystem. Saturn wird gern auch der Ringplanet genannt.
Saturn ist von der Sonne aus gesehen durchschnittlich 1,43 Milliarden Kilometer entfernt, wir reden jetzt schon von Milliarden Kilometern. Wie Jupiter ist auch Saturn ein Gasplanet mit keiner festen Oberfläche. Seine Ringe bestehen zum größten Teil aus Wassereis und Gesteinsbrocken. Von Saturn kennt man 82 Monde, Stand 2019, mehr also als beim Jupiter. Der größte bekannte Mond ist Titan mit 5150 Kilometern Durchmesser. Auch hier stand ein römischer Gott Pate bei der Namensgebung, nämlich Saturn, Gott des Reichtums und der Ernte. Saturn bewegt sich auf einer annähernd kreisrunden Bahn um die Sonne und benötigt dafür sage und schreibe 29 Jahre und 166 Erdtage. Jetzt bleiben nur noch zwei Planeten übrig, die wir anfliegen werden. Der nächste ist demnach Uranus. Uranus ist mit 2,9 Milliarden Kilometer Entfernung schon doppelt so weit von der Sonne weg wie Saturn und es bedarf schon eines Blickes durch ein Teleskop, um ihn zu sehen. Oder absolute Dunkelheit und ein gutes Auge, wobei es die absolute Dunkelheit hier in Deutschland nicht mehr gibt. Uranus ist als einzigster Planet nach einem griechischen Himmelsgott benannt, nämlich dem Uranus. Der Durchmesser von Uranus ist mit 51.000 Kilometer fast viermal so groß wie der unserer Erde. Wenn man ihn unter günstigen Bedingungen, das heißt klare Sicht ins Universum mit dem Fernglas sehen kann, sieht man ihn als blassgrüne Scheibe. Uranus kann dieses Jahr im Sternbild wieder jetzt im Herbst- und Winterhimmel gesehen werden. Hoffen wir also auf Wolken und dunstfreien Himmel. Uranus fliegt mit 6,81 Kilometer pro Sekunden um die Sonne und benötigt fast 2 Stunden, um die Strecke seines eigenen Durchmessers zurückzulegen, die Erde im Vergleich benötigt für ihren Durchmesser etwa 7 Minuten. Im Vergleich zu den anderen Planeten ist Uranus der drittgrößte Planet nach Jupiter und Saturn in unserem Sonnensystem. Aus was besteht nun dieser Gasplanet, wo er doch so schön blassgrün leuchtet? Die obere Schicht seiner Gashülle besteht aus Wasserstoff, 82,5%, und atomarem Helium, 15,2%, sowie etwa 2,3% Methan. Methan ist auch dafür verantwortlich, weshalb wir Uranus als blassgrüne Scheibe sehen und zwar dadurch, dass das Sonnenlicht von der oberen Wolkenschicht reflektiert wird. Die obere Wolkenschicht befindet sich unter einer Schicht aus Methangas, dringt das Licht durch diese Schicht, wird durch das Methan der rötliche Teil des Sonnenlichtes absorbiert, während der blaue Anteil des Lichtes ungehindert passieren kann. Dies ergibt dann ein Blaugrün. Die Atmosphäre des Uranus hat 3 Schichten, diese da wären, Troposphäre, Stratosphäre und Thermosphäre, eine Mesosphäre gibt es hier nicht. Unter der Atmosphäre besteht Uranus aus verflüssigten Gasen, Eis sowie einem kleinen Gesteinskern, wird vermutet. Der innere Kern wird umschlossen von einer Hülle aus Wasser, Ammoniak und Methaneis. Uranus hat 5 Hauptmonde, nämlich Miranda, Ariel, Umbriel, Titania und Oberon. Der englische Musiker und Amateurastronom Wilhelm Herschel entdeckte 1781 mit seinem selbstgebauten Teleskop, 6 Zoll Öffnung, den Planeten Uranus, hielt ihn aber zunächst noch für einen Kometen. Schon 3 Monate nach seiner Entdeckung erkannte die Wissenschaft dann Herschels Entdeckung als Planeten an. Bisher ging man von 6 Planeten aus. Herschel rückte in den Adelsstand auf und galt fortan als Berufsastronom. Es dauerte noch 6 Jahre, bis er auch die beiden Monde Titania und Oberon entdeckte. Durch die Beobachtung der zunehmenden Abweichung der Position von Uranus ließ die Astronomen weiter forschen und beobachten und wurde schließlich 1846 fündig. Man entdeckte den 8. Planeten, den wir heute als Neptun kennen. Neptun, der 8. Planet. Neptun ist von der Erde im Durchschnitt 4,5 Milliarden Kilometer entfernt. Mit seinem fast 50.000 Kilometer Durchmesser ist er der 4. größte Planet in unserem Sonnensystem. Er hat 14 Monde, Triton ist davon mit 2.700 Kilometern Durchmesser der größte Mond von Neptun.
Seinen Namen hat er von Neptun, dem römischen Gott der Meere und Flüsse. Neptun können wir mit bloßem Auge von der Erde aus nicht ausmachen, es bedarf schon eines Teleskops, um ihn zu sichten. Neptun ist so weit von der Sonne entfernt, dass er sage und schreibe 165 Jahre benötigt, um einmal die Sonne zu umrunden. Die obere Schicht von Neptun besteht aus 80% Wasserstoff und 3,2% Helium, etwas Methan und Spuren von Ethan. Auch wie bei Uranus wird die bläuliche Farbe durch die Schicht von Methan beeinflusst, welche das rote Licht der Sonne absorbiert. Bei Neptun ist die Blaufärbung allerdings ausgeprägter als bei Uranus. Man nimmt an, dass Neptun einen festen Kern aus Fels und Eis besitzt, darüber einen Mantel aus Wasser, Ammoniak und Methaneis und seine Atmosphäre aus Wasserstoff, Helium und Methangas besteht. Darüber wieder eine feste Wolkenschicht. Nun waren wir weit genug draußen. Was jetzt noch kommt, ist der Kuipergürtel und die Oortsche Wolke. Kehren wir zurück zu unserem Planeten, zur Erde.